Willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Heute sind wir in der Folge 301 und damit ist dies die erste Folge nach unserem Konvoi, den wir anlässlich der 300. Folge gemacht haben. Dort sind wir gemeinsam von Frankfurt nach Paris und dann nach Verona gefahren. Das hat sich ja so ergeben anhand der Aufträge, die die anderen alle so hatten. Und das war, finde ich, ein wirklich ganz, ganz toller Livestream gemeinsam mit euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an alle, die teilgenommen haben. Die Resonanz von euch war großartig und wir können sowas gerne häufiger machen. Und ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir das da genau gestalten. Und ja, heute in dieser Aufnahme gibt es auch eine kleine Besonderheit. Denn ich habe jetzt eine neue Kamera, mit der ich immer die Lenkradkamera dann filme. Und zwar ist das die Logitech C922 Pro. Die ermöglicht es mir jetzt nun auch, dass ich bei den Livestreams auch ein Kamerabild einbinden kann. Das heißt, wir können dann bei den X-Plane-Flügen auch eine Yoke-Kamera einbinden. Da bin ich schon ganz, ganz gespannt drauf. Und ihr könnt euch da definitiv drauf freuen. Und das Bild jetzt von der Lenkradkamera ist auch etwas kleiner. Das kann ich jetzt hier mit der Kamera in OBS etwas besser einrichten. Vorher musste ich das immer separat rendern. Das war alles ein bisschen komplizierter. Aber das kann ich euch gerne während der Fahrt genauer erläutern. Das ist nämlich eine kompliziertere Geschichte. Und ich würde sagen, wir werden uns dann jetzt hier mal einen neuen Auftrag suchen. Wir sind ja noch in Verona, zumindest müssten wir in Verona sein, genau, das ist richtig. Und wir suchen uns jetzt ab, da habe ich eine Route gesetzt. Wir suchen uns jetzt ab hier einen neuen Auftrag irgendwo hin. Ich bin mal am Schauen. Alles, was hier so gelb ist, das ist das, was wir schon erkundet haben bisher. Ich wollte mir auch in Kürze mal ein neues DLC kaufen. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und ich sehe aber, wir haben hier in Polen auch noch nicht so viel erforscht. Bratislava waren wir auch noch nie. Dresden waren wir noch nie. Breslau, Posen, alles in Polen gelegen. Da könnten wir auch mal hinfahren. Aber ja gut, wir können mal darauf achten, ob wir da mal vielleicht einen Auftrag für finden. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Auftragsmarkt und schauen mal, was Verona uns zu bieten hat. Wir können, oh, Traktoren können wir mal ganz, ganz weit in den Norden transportieren. Das ist ja ein Riesenauftrag. Ach ja, Bratislava. Guck, Mensch, sieh mal einer an. Ich glaub's nicht. Weißt du was? Ich glaube, dann nehmen wir den Auftrag mal, weil da waren wir noch nie. Slowakei ist das. Altverpackungen, 20 Tonnen von Verona nach Bratislava. Ja, das klingt gut. Machen wir. Lass uns loslegen. Genau, unsere Helga ist schon direkt bereit für alles, was kommt. Wir machen die mal hier kurz bereit. Machen wir kurz die Scheibenwischer an. Na, reicht der Intervall? Ich denke mal. Der Intervall sollte eigentlich ausreichen. Licht haben wir eingeschaltet. So, das ist alles richtig soweit. Und dann würde ich sagen, Scheibenwischer laufen, Motor läuft, wir lösen die Feststellbremse und legen den ersten Gang ein. Jetzt zeigt er uns auf der Karte, wir sehen das einen Kilometer entfernt, ne, wo wir hin müssen, wo wir unsere Ladung abholen können. Ist natürlich jetzt hier wirklich kein schönes Wetter, das müssen wir natürlich wirklich jetzt mal sagen an dieser Stelle. Und auch wunderbar. Also war wirklich wunderschöner Livestream hier, ein wunderbarer Konvoi. Immer wenn wir hier sind in den Hotels, dann erinnere ich mich immer daran zurück, weil wir uns ja bisher immer da getroffen haben. Biege nach links ab. Genau, prima. Demnächst links abbiegen. Und links, genau. Es geht zu Carrefour. Da holen wir uns heute den Auftrag ab. Was war's? Altpapier. Normaler Auflieger, ganz normaler. Und es wurde sich auch wieder gewünscht, dass wir mal wieder mit den riesigen Trailern fahren. Das können wir auch mal wieder machen. Ich muss allerdings dann mal schauen, wo wir da lang fahren oder ob wir uns vielleicht nicht auch einen eigenen kaufen, der so groß ist. Wir haben ja bereits einen, aber das ist ja, meine ich, nur ein kleiner Auflieger. Also wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, sich da etwas zu ergänzen in der Richtung. Links abbiegen. So. Dann hier links, genau. Biege nach links ab. Genau, Helga, das hätte ich sogar ohne dich gefunden. Das heißt schon mal was. Sie sind angekommen. Ach, hier ist doch jemand, wie ich das sehe. Ist damit abgeschlossen. Genau, das ist richtig, aber das war natürlich jetzt so die Hinfahrt, Helga. Wir fahren noch weiter, nicht, dass du denkst, das war's hier für heute schon.
Nicht, dass sie denken, sie ist jetzt erlöst von uns, Bratislava. Genau, 723 Kilometer. Ist nicht weit. Das so. Was macht der denn da? Oder ist das hier, weil der Auflieger gerade gespawnt ist? Ich dachte hier, wer lässt hier unseren Auflieger hier rumfliegen? Uiuiuiui. Ah. Oh Gott, oh Gott. So. Koppeln wir uns da einfach mal an. Wir haben hier Regen und Dunkelheit. Das hatten wir in der Kombination auch schon lange, lange nicht mehr. Insofern mal was ganz, ganz Spannendes und was ganz Neues hier für uns. Fahrt vorsichtig. Das hatte ich doch sonst nie gesagt. Mensch, du hast ja heute ganz schön Angst. So. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Können aber vorher noch mal irgendwo ein kleines Bildlein machen vielleicht. Da können wir mal hier vorne eins machen, vielleicht. Hier vorne im Fotomodus. Na, wir können es auch hier vorne auf der Straße machen. Machen wir ein schönes Bildlein mal. Ich muss das allerdings jetzt im Fotomodus machen, das ist das Lustige. Ich habe das nämlich damals mal mit Fraps gemacht, das geht jetzt nicht mehr, weil ich das ja mit OBS jetzt aufnehme. Daher muss ich das mal ganz kurz etwas anders machen. Husch, ich husche mal kurz hier vorne hin und mache mal, wie hatten wir das immer, so in etwa. Ein kleines Bildchen. Können aber eigentlich noch ein Stück vorfahren, damit der Auflieger richtig drauf ist. Na? So, noch ein Stück. Ach nee, ist okay. Passt schon, passt schon. Hier wird es nicht heller. Dann lassen wir das so, dann passt das alles. Prima. So, ich würde sagen, wir machen den Scheinwischer etwas schneller schon mal an. Prima. Jetzt läuft er durch. Ein Intervall schneller geht noch. Das war nämlich früher auch nicht. Da gab es nur Scheinwischer an, so wie es jetzt war. Und das ist erst seit gar nicht allzu langer Zeit, dass man hier auch einstellen kann, wie schnell der gehen soll, der Scheinwischer. Das ist aber wirklich ganz nett gemacht. Da sieht man mal, was für Entwicklungen der Euro Truck Simulator so in den letzten Jahren gemacht hat. Finde ich wirklich sehr, sehr positiv und sehr, sehr lobenswert, genau diese Entwicklungen. Und ich bin da auch gespannt auf das, was da auch noch kommt. Denn der wird ja auch aktiv weiterentwickelt. Es gibt ja jetzt zum Beispiel dieses neue DLC, Road to the Black Sea. Und es sind ja auch, soweit ich das weiß, auch weitere noch in Planung. Ich weiß jetzt zwar nicht, welche das sind, aber ich meine, gehört zu haben, da sollen auch noch weitere kommen. Und ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache. Und somit hat sich wirklich für jeden, der sich diesen Simulator zugelegt hat, die Investition wirklich gelohnt. Es gibt ja so manche Simulatoren, die sind nach einem Jahr irgendwie outdated, die macht dann keiner mehr so richtig. Das hier ist definitiv nicht der Fall. Hier, und das ist wirklich sehr lobenswert, geht das jahrelang weiter mit der Entwicklung. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen, okay. Biege nach rechts ab. Hier ist das so, der ETS 2 ist ja 2012 erschienen. Und unser Tank ist gleich leer, sehe ich. Moment. 38 Kilometer kommen wir noch? Moment mal, Moment. Halt. Ist hier irgendwo eine Tankstelle? Da vorne ist eine Tankstelle. Schaffen wir das noch bis zur Tankstelle? Ach du Gott. Ich hoffe, wir schaffen das noch bis dahin, denn unser Tank ist gleich leer. Das Doofe ist, wir waren am Ende der Aufnahme ziemlich leer gefahren bereits. Und, wir fahren hier sehr niedertourig hoch, sonst schaffen wir das wohl nicht. Ich habe echt Angst, mehr Gas zu geben, bin ich ganz ehrlich. Ich würde am liebsten noch einen Gang hochschalten, in der Hoffnung, dass der dann weniger verbraucht. Ja, es ist so. Ach du Heiliger. Moment, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Wir beschleunigen jetzt mal richtig schön. Und bleiben dann hier bei einem gewissen Tempo. Zum Beispiel hier. Ich hoffe, dass es noch bis zur Tankstelle reicht. Wie weit ist es noch bis zur Tankstelle? Ach du Gott, ist das nervenaufreibend.
Komm, bis 15 Liter beschleunigen wir noch. Oder 15 Kilometer und dann ist gut mit Beschleunigen. Dann reicht das erstmal mit Beschleunigen. Hat er jetzt den Tempomat an? Ja, jetzt hat er ihn an. Wir sind bei 60, weil ich glaube, wenn wir ganz langsam fahren, dann verbraucht er weniger. Oh wei. Ja, weil das Problem ist, wir hatten ja bei der letzten Aufnahme uns ziemlich leer dahingestellt. Und hatten nicht getankt am Ende. Das Problem ist, im Ort ist ja keine Tankstelle gewesen. Oh, das wird spannend. Drück die Daumen, dass wir es noch bis zum Ziel schaffen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich gebe jetzt Vollgas. Ich gebe jetzt Vollgas und beschleunige. Gleich geht der Motor sicherlich aus. Ja, es ist aus. Und wir werden innerhalb von 15 Sekunden gekickt, wenn wir nicht das Licht anmachen. Oh, das ist natürlich jetzt eine ganz blöde Situation. Oh Gott. Es geht gerade nicht anders. Wir müssen uns kurz kicken lassen. Und rollen jetzt hier hin. Oh, oh, mein Herz. Oh, Gott. Mensch. Ja, das Problem ist, der hat uns jetzt leider gerade vom Server geworfen, weil wir das Licht nicht anhatten. Ist auch ganz verständlich. Nur der Motor ging ja nicht an, damit wir das Licht wieder einschalten können. Aber ich bin so froh, dass wir es bis zur Tankstelle geschafft haben. Oh Gott, das hatten wir ja wirklich selten hier so. Ich glaube, das hatten wir einmal mit dem Auto bisher, aber mit dem LKW hatten wir das so, meine ich, bisher noch nie. Oh wei. Oh wei. Oh wei. Ich würde sagen, ich werde mal ganz kurz mich neu verbinden und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann geht die Fahrt ganz normal mit vollem Tank diesmal weiter. So, da wären wir wieder. Ich habe mich mal neu verbunden. Dafür muss man ja den Simulator einmal komplett schließen und dann wieder neu öffnen. Und oh, ja, ich bin froh. Wir sind wieder da und voll getankt. Das war spannend. Das war spannend. Leider war keine andere Tankstelle oder Zapfsäule näher gelegen als diese hier. Und das war wirklich auf nervenaufreibend gerade. Das war knapp. War natürlich ein bisschen doof. Es ist ja so, für die, die es nicht wissen, wenn man hier nicht die Lichter anhat, die man auch bei Tag anhaben muss übrigens inzwischen, also die das Abblendlicht, dann wird man nach einer gewissen Zeit gekickt, damit hier nicht Leute im Dunkeln rumfahren. Und wir eben konnten leider nicht das Licht einschalten, weil der Motor nicht lief. Läuft die Lichtmaschine nicht, kann man hier leider nicht das Licht einschalten. Das geht nur bei eingeschaltetem Motor. Und daher wurden wir eben gerade gekickt, eben weil das Licht nicht an war. Aber das wiederum war, weil der Tank leer war. Und wir können uns aber wirklich glücklich schätzen, dass wir das geschafft haben, da jetzt noch in letzter Sekunde hinzurollen. Das war gut. Das haben wir gut gemacht. Da können wir stolz auf uns sein. Sonst hätten wir irgendwie uns abschleppen lassen müssen. Das wäre natürlich eigentlich nicht das Problem gewesen. Allerdings hätte das wieder Geld gekostet. Und dann wären wir in einer anderen fremden Stadt gewesen, wo wir hingeschleppt worden wären. Wäre ein bisschen doof gewesen, zugegebenermaßen. Und muss ja nicht unbedingt sein. Und ist ja außerdem auch ein bisschen peinlich, oder? Also, konnten wir gerade noch das Schlimmste abwenden. Gut, 645 Kilometer noch. Wir cruisen hier schön entlang. Es fällt aber definitiv auf, und das muss man sagen, dass dieser LKW, der MAN TGX Euro 6, einen extrem kleinen Tank hat. Das hatten wir auch hier beim Konvoi festgestellt. Da meinte, glaube ich, der Patrick auch, dass das hier bei MAN ganz normal ist, dass die recht kleine Tanks haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Realität aussieht, ob das da auch... Nee, wir können hier bleiben. Ob das da auch so ist... Ich habe auch mal geschaut, einen größeren kriegen wir nicht. Vielleicht kriegen wir einen größeren, wenn wir einen größeren Motor haben. Auf jeden Fall aktuell haben wir einen sehr, sehr kleinen Tank. Ich weiß, mit unserem Volvo FH-LKW kommen wir, glaube ich, fast 2000 Kilometer weit. Und hier liegt die Reichweite bei, wenn wir mal auf dem Info-Display gucken, 775 Kilometer. Das ist natürlich wirklich nicht viel. Ne? Und das ist quasi weniger als so ein normales Auto an Reichweite hat. Ich kenne das so, wenn man mit dem Auto fährt. Ja,
800 Kilometer sind da schon drin. Mit einer Tankfüllung. Wenn man das wirklich... Wenn man jetzt wirklich halbwegs effizient fährt. Irgendwie mit 130, 140 oder so. Und natürlich jetzt nicht da die ganze Zeit mit Vollgas. Und der LKW, der hat hier unter 800 noch. Und das ist natürlich ein LKW. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass so ein LKW natürlich auch lange, lange Strecken fährt, dann kann der LKW-Fahrer quasi jeden Tag tanken, ne? Aber gut, ist auch nicht schlimm. Müssen wir halt nur wissen, dass wir öfters mal tanken. Auch wenn vielleicht nicht ganz leer ist schon. Und damit würde ich sagen, cruisen wir weiter zu unserem Ziel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.